Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit der 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir sind in der letzten Folge zurückgekehrt nach Drassen, nachdem die Verteidigung der nordöstlichen Raketenbasis erfolgreich war. Und der Plan für den nächsten Tag ist ja, dass wir schauen, ob hier das Waffenversteck vorhanden ist. Wollen dazu halt um 6 Uhr hier sein, in dem Sektor. Und dann, wenn wir da um 6 Uhr, nein, um 6 Uhr wollen wir hier losgehen, um zwischen 7 und 8 hier anzukommen. Das heißt, um 4 Uhr müssen wir hier los, um in den Sektor zu gehen. Bis dahin können unsere Leute noch ein bisschen üben, reparieren und so weiter. Die Einstellungen sind gemacht und wir marschieren jetzt auf die volle Stunde zu. Schauen wieder, wie gehabt, wer schlafen kann. Das ist wieder wahrscheinlich nur die Patrouille, die hier oben operiert. 22 Uhr. Kurzer Blick. Ja, wir haben die Nachtsichtgeräte in den Händen. Da war ich mir jetzt eben nicht mehr sicher, damit die mal repariert werden, langsam aber sicher. Und dann sind wir auch... Ich mache Fortschritte. Das ist Super Flo? Du bist die Super Flo und machst uns alle froh. Und wir haben Mitternacht. Und ihr wisst, was das heißt beim ordentlichen Palzi. Es ist immer wieder ein Vergnügen, Sie zu sehen. Ich habe gerade... Ja, das hast du schon mal erzählt. Ich nehme an, das war unvermeidlich. Aber es fällt mir trotzdem schwer, das hinzunehmen. Aber... Lassen Sie mich hinzufügen, dass ich das von Haywire gehört habe. Ich erinnere mich noch an sein Vorstellungsgespräch. Er hatte das Potenzial, es zu etwas zu bringen. Vorausgesetzt, er hätte weiter seine Medizin genommen. Mhm. Was ist denn mit Haywire passiert? Ist er tot? Verstorben. Ach, der arme Haywire. Aber Haywire mag, ich weiß nicht, Biff oder Flo oder Biff und Flo nicht. Von daher, wäre sowieso nicht passiert in diesem Let's Play. Ich danke Ihnen vielmals. So, wo ich auch gerne mal wieder gucken würde, ist bei Bobby Ray's. Second Hand. 3 LBE-Tragetaschen hätten sie im Second-Hand-Verkauf. LBE-Magazintasche P3. Das ist für Pistolenmagazine. Das ist für MP-Magazine. 2 winzige, 2 große Taschen, 2 allgemeine Taschen. 7x Schrot. Das sind Pistolenholster. Das ist eine Trageweste. Mit dem Molle da, M-O-L-L-E, kenne ich mich nicht aus, das weiß ich nicht. Noch nie benutzt, noch nie mit beschäftigt. Nee, dann ist da nichts. Was haben wir bei Munition? Welche Munition war das, die uns ausgegangen ist langsam? Das war ja hier 762 mal 51. Wenn wir die hätten, könnten wir ja
das Scharfschützengewehr wieder betreiben. Gut, ich muss Nee, Ihnen unsere sorry. Dankbarkeit ausdrücken. Ich wollte Sie nicht belästigen, Herr Specti Klein. Sieben 62 mal 51 sehe ich aber gar nicht. Nee. Sieben 62 mal 51 habe ich nachgeguckt. Nee, die gab es nicht. Oder ich habe sie nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Fakt ist, wir haben ganz ordentlich unseren. Oh, jetzt fangen die an, irgendwie einen Container draußen zu beladen und wie sich das anhört mit Bauschutt. So, Rechnung an MERC gezahlt und dann wollte ich auch nochmal einen Blick aufs Personal werfen, wie so die Entwicklung ist. Also Palzi hat sich echt gut gemacht. Gut, diese 40 in Sprengstoffen habe ich herausgefordert, aber ansonsten echt eine gute Entwicklung genommen, glaube ich. Treffsicherheit kommt zusammen, das habe ich mir gedacht. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist die Infinite Technik. Hab gedacht, das geht schneller. Geschick kommt da auch langsam. Aber naja, müssen wir halt schauen. Aber in die Anstellung rein. 30 Kills hat er inzwischen. 42 für Fox. 36. Grizzly, 33 Grunty, da 24 für Igor, 27 Aira, Biff einen, Flo keinen und Dimitri 2. Also ist Fox die Spitzenreiterin. Na gut, Pistolen und Scharfschützengewehr, da hat sie echt eine Menge mit umgelegt. Gewehr ist jetzt ja aber vorbei, weil wir keine Munition mehr für haben. Könnten. Es gab doch noch ein ähnliches. Das ist dieses hier. Und aktuell haben wir wieder ein bisschen 5,56er Munition. Lohnt sich das? Wie waren die Stats? Reichweite halt immerhin 38. So weit weg ist sie eigentlich nie von der Truppe. Lass mal schauen, was wir da zusammenschrauben könnten. Wir haben ein Siebenfach-Scope. Wir haben einen Rifle-Sling. Wir haben einen Mündungsfeuerdämpfer. Wir hätten auch eine Laufverlängerung. Aber nicht für das entsprechende Kaliber. Nee, das ist alles, was wir da anbringen könnten. Nimm das mal in die Hand. Und dann. Doch, das war die richtige Munition. Ist nur eine andere Box, die sie da benutzt. Dann lass mal die Tränengrasgranate zu Hause oder gib die jemand anderem. Biff braucht den freien Slot. Dann gibt sie Flo. Flo liegt eh an dem Platz, wo das Zeugs ist. Pack die Nebelgranate hier hin. Dann bist du aber bei 105. Dann kannst du dein Höschen schon wieder nicht mehr anziehen. So, ihr könnt jetzt kurz abstimmen. Ich höre mal auf. Ich bin ja sowieso nur irgendwie 20 Tage vorausgefühlt.
Könnten wir jetzt mal abstimmen, ob Flo ohne Höschen rumlaufen soll. Ich glaube, es ist entschieden. Ah, 92% ist auch schon ganz schön, muss man ja mal sagen, ne? Nicht Flo ohne Höschen. Flo ohne Höschen will wahrscheinlich keiner von euch sehen. Wer könnte denn eine ACU-Hose brauchen? Alle anderen benutzen eine schon. Oder was lassen wir alternativ zu Hause? Den Arztkoffer, aber dann bist du auch nur auf 98. Wir müssen sie dringend Kraft trainieren lassen. Dann kriegt Grizzly die wieder. Dann hat er wieder ein bisschen mehr Tarnung. Und dann kann die noch repariert werden. Und wir haben eine Pseudo-Scharfschützengewehr, würde ich mal sagen. Ich denke, das ist als Kompromiss brauchbar. Fox trainiert Kraft, oder? Ich würde zwar sagen ja, aber besser nochmal machen. Ja, der Balken hat sich bewegt, auch bei Kraft. So, wir gehen auf die 4 Uhr zu. Wie sieht's denn aus mit dem Gewehr? Wie weit ist es? Es ist einsatzbereit. So, dann stoppen. Biff und Flo bleiben hier. Alle anderen gehen in Trupp 1. Nochmal kurz in Sektor runter. Kurz in Sektor, Shift N. Haben sie dann die Nachtsichtgeräte, die sie in der Hand hatten, aufgesetzt? Ja, aber dafür haben sie ihre Brillen natürlich. Inventar öffnen. Die Werkzeugköfferchen können auf jeden Fall hier bleiben. Die werden wir nicht brauchen. Wer hat noch benutzt? Grunty hat benutzt. Und dann wahrscheinlich Igor und Palzi. So, dann aber nochmal von vorne. Nachtsichtgerät aufgesetzt. Flo kann ihre Sonnenbrille, die coole, weiter. Dimitri, Waffe in die Hand. Und was wir auch machen, wer die Tragkapazität hat, nimmt noch einen zusätzlichen Rucksack mit. Dimitri kann Fox auf keinen Fall, das können wir ausschließen. Grizzly. Der müsste einen Rucksack tragen können.
Grunty 71, das sollte auch gehen, wenn das Versteck wirklich da ist, dass wir halt auch ordentlich was abtransportieren können. Denn die Kampftasche kann man ja auch in die Hand nehmen. So, also die gefüllte Kampftasche. Igor, auch du solltest genügend Kraft haben. Ira 89, das könnte eng werden. 102, das glaube ich dann mal nicht, aber Palzi kann noch. Ira hat kein Nachtsichtgerät. Ich nehme keine Werkzeuge mit, brauchen wir nicht. Wir wollen wirklich nur die kleine Runde hier machen. Ich kann den Weg nochmal skizzieren. Wir gehen hier die Straße runter bis ein über die Kreuzung, um da auch noch scouten zu können. Da gibt es auch noch einen Hintergedanken von mir. Ich bin nämlich ein böser Mensch, hab Hintergedanken. Nein, der Gedanke ist dabei. Ich habe das Spiel oft genug gespielt. Ich weiß, dass es einen NSC namens Hamus gibt. Und den Hamus kann man unter anderem da auf der Straße entdecken. Wo ist er denn da? Da ist Hamus. Hamus sammelte erste Erfahrungen auf dem Schlachtfeld in Metavira. Das war Jagged Alliance 1. Sein Auftraggeber Jack Richards hat ihn uns wärmstens empfohlen, sodass wir ihm ein Praktikum bei AIM gegeben haben, das kürzlich zu Ende gegangen ist. Leider hat der arme Hamus nie genug Geld für den Minivan sparen können, den er sich so sehnlich gewünscht hat. Also hat er kurzerhand in einem Vorort von Paris einen gestohlen. Zuletzt wurde er auf dem Weg nach Istanbul gesichtet. Und ich weiß nicht, ob in beiden, aber in einem von den beiden Sektoren kann man ihn auf jeden Fall finden. Und deshalb klappe ich die beiden ab. Dann gehen wir hier rüber, erkunden den Sektor, da erwarte ich gar nichts. Und dann von Süden hier ran, denn ich glaube, die Annäherung, man sieht es hier so teilweise, dass da ein Fluss reinläuft. Und wenn man von Osten aus reinkommt, hat man da sehr wenig Spielraum. Wäre das von hier, glaube ich, ein bisschen besser war, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist halt der Gedanke dabei. A, Aufklärung, vielleicht Hamus finden und B, mehr Spielraum für die Platzierung der Söldner. So, jetzt habe ich euch in meine ach so bösen Hintergedanken eingeweiht. Und jetzt marschieren wir aber auch los hier. So, dann noch mal kurz rein in den Sektor. Achso, hat Palzi jetzt einen? Ja, hat er. Einen Rucksack gehabt. Und Flo darf noch mal hier ihre Klicks machen. Und dann ist alles gut. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Du, Ira, kannst da einfach mal eine Pause machen. Was hältst du davon? Pausen sind super, ne? 5.17 Uhr reicht, lohnt auch nicht mehr. Oh, da könnte ich mich jetzt schon wieder ärgern. Hätte ich mich um 3 Uhr, nicht erst um 4 Uhr, um 3 Uhr schon nach hier bewegt, da hätten wir 10 Minuten gespart und hätten jetzt die Stunde auch noch sinnvoll nutzen können. Habe ich aber nicht, hätte ich früher prüfen können. Apropos prüfen, es ist zwar nicht mehr Mitternacht, aber wie sieht es denn bei unseren AIM-Wunsch-Söldnern aus? Raven ist verfügbar und Wolf ist verfügbar. Da hatte ich vorhin schon geguckt, wer jetzt hier überhaupt schon verfügbar, wer schon verstorben ist. Das waren halt Grace und Needle. Aber die sind beide verfügbar. Aber ich glaube, für beide haben wir nicht die notwendigen Ressourcen. Für eine Woche Raven. 11. Das ist aber nicht mal das Paket, was ich wollen würde. Sharpshooter. Da kommt sie immer mit dem Colt M2. Wahrscheinlich das Paket, aber da hat sie wieder keine LBE-Krams. Colt Kommando wäre super. Aber hier kostet die Ausrüstung allein 8.000, ne? Also das ist übel.
Und außerdem 11.000 für eine Woche, 2-2 Versicherung, also die geht nicht. Wolf 8.000, 10.5 und dann kommt es aufs Ausrüstungspaket an. UMP 45. Da sind zumindest beide dabei. Ja, es wäre wahrscheinlich die Gun Choice tatsächlich. Aber auch hier 3,9 für die Ausrüstung. Das heißt, da sind war dann schon bei 14,5. Das heißt, hätten wir uns letzte Nacht eh nicht leisten können. Müssen jetzt den Tag abwarten. Machen ja fast 5.400. Und selbst dann wäre es immer noch sehr, sehr eng. Aber ich hätte Wolf oder Raven schon noch gerne dabei, dass wir ein gescheites 8-Mann-Team oder 8-Personen-Team, Verzeihung, haben, das halt den Angriff auf Cambria dann startet. So, aber jetzt hier laufen lassen bis 6 Uhr. Und dann los geht's. Die beiden üben wieder. Und ich glaube, die üben beide einfach nur Führung. Stimmt, Flo hatten wir ja, glaube ich, auch schon die Benachrichtigung bekommen. Und die gehen beide gut ab. Erst bei 28, Flo bei 26. Wobei Flo halt den Vorteil der höheren Weisheit einfach noch hat gegenüber Biff. Die wird ihn locker überholen. Weiß gar nicht, mit wie viel die gestartet sind. Biff hat 15 Punkte gemacht, ist also mit 13 gestartet. Sie hat 25 gemacht, ist mit 1 dementsprechend gestartet. Und ja. Also wie gesagt, die wird Biff locker abhängen. Hab die Stellung eingenommen, bin Oh, verfügbar. da gibt es auch ein Nehmen. Kämpfchen im nächsten Sektor und da sind tatsächlich Feinde. Will ich mich auf das Kämpfchen einlassen? Was haben wir denn da? Lichterwald oder warten wir die hier ab? Also ich wüsste nicht, warum die... Ansonsten, wir gucken erstmal hier in den Sektor rein kurz. Sichtgeräte überprüfen, machen wir. Danke für den Hinweis. Möchte ich in die. Ich überlege jetzt gerade, ob ich vielleicht in dem Sektor hier verteidige. Wenn ich verteidige, auf gar keinen Fall hier. Sondern dann sogar bevorzugterweise da gegenüber. Dass die schön hier keine Deckung haben und das Wasser zwischen uns liegt. Müssten dann halt eine Stelle finden, wo wir gut rüberkommen. Hier zum Beispiel ist relativ schmal, hier auch, denn Aira ist ja nicht Schwimmerin. Oder sagt man pfeift drauf und marschiert gleich weiter. Wer von denen ist denn müde jetzt? Wir haben drei müde. Oh, 2, 4, 6, 28. Ist da eine Patrouille drin oder ist das permanent? Da muss die Beute schon fett sein, wenn ich mich darauf einlassen soll.
Und von unten kommen auch 18. Wie lange würden wir rüber brauchen? Eine Stunde 18. Also ich bin jetzt am Grübeln und grübeln kann ich am besten, wenn es leise ist und ich auch nicht selber rede. Aber ich bin am Grübeln, ob man sich hier wirklich verschanzt, da wo ich meinte, hier nördlich vom Fluss, dass die da keine Deckung haben und dann darauf setzt, dass die angetrabt kommen. Ich meine, egal, sie müssen über den Fluss rüber, wenn sie flankieren wollen, wir sind da absolut sicher, in Anführungszeichen erstmal. Und Bewegung durch Wasser ist immer langsam und die Leute stehen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir uns das mal ansehen. Okay. So Leute, dann alle mal darüber. Aira ist die wichtigste, ist drüben. Okay, ja, gut. Und ich denke, dass hier eine wunderbare Stelle ist. Wir haben zwar dann keine Sicht. Die werden vermutlich gebündelt in der Nähe der Straße. Hier ist auch okay, denke ich. Okay, gut. Hier können wir die ganze Fläche abdecken. So, Grunty. Du nimmst mal die Waffe in die Hand. Fox. Fox bringe ich dahin. Die soll so etwa im Zentrum der Gruppe liegen. Vielleicht möchte ich das Zentrum eher hier haben. Das wäre aber sehr lang gezogen. Ich möchte eigentlich von hier bis hier abdecken. Das heißt, das Zentrum wäre schon etwa da. Also geh mal dahin, Fox. So. Und dann zwei Teams bilden. Ja. Jeweils einen guten Schützen auf eine Seite bringen. Das heißt, Grizzly da. Grunty hier. Und dann nochmal beurteilen, ob etwas mit der Breite auch hinhaut. Vielleicht mache ich mir auch schon wieder viel zu viel Aufwand und die dackeln einfach weg, ja. Dann kann Fox aber dahin. So. Die nächstbesten Schützen sind... Der nächstbeste ist Igor. Igor mag... Ja, gut. Grunty, also geht Igor nach da. Nächstbeste ist dann Dimitri. Aira mag Dimitri. Und dann bleibt noch Palzi. Yeah. Der wird als letztes gewählt. Vielleicht etwa... Nee, Palzi hätte ich gerne zwischen Igor und Grunty. So, Grunty deckt hier. Palzi. Wahrscheinlich kommen die eher von hier, kann ich mir vorstellen. Aber richte dich auch erstmal nach da aus. Da, da. Igor. Bin bereit. Fox. So.
So. Ja. Grizzly liegt da gar nicht schlecht. Aber eher hier noch. Ja. Dimitri geht hier hin. Ja. Dann kann Ira noch da. Liegen dann... Nee, das ist mir zu dicht. Iras Waffe hat aber nicht die höchste Reichweite. Ist gut. Ja, ist gut. Das hast du gut erkannt. Und was ich auch noch gut erkannt habe, ist die Tatsache, dass du auf jeden Fall dein Fernglas in die Hand nimmst. Und Dimitri muss eigentlich eher... Und deshalb will ich Ira da eigentlich auch haben. Dimitri in die Richtung. Yep. Und dann orientieren wir Ira doch nochmal um. Dass sie vielleicht hier irgendwo ist. Mit ihrem Ferngläschen. So, dann wäre Verteidigungsposition eingenommen. Und ob das dann alles für die Katz war und diese Patrouille hier niemals reinkommt, das, liebe Leute, erfahren wir dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch das nächste Mal dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem kleinen Kanal ein kleines Dankeschön da lasst in Form des Daumens nach oben und vielleicht eines Abos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Falzi.